Willkommen zurück zu Mario RPG Legend of the Seven Stars. Hey, hast du mich gerade angestarrt? Mein Hammer und ich mögen dich nicht. Toad? Mario, sei besser vorsichtig. Er will doch nur kämpfen. Ja. Was gibt's da noch mehr zu übersetzen? Und an der Musik erkennt man schon. Bossfight! Da mache ich mal doch direkt einen Sprung. Hätte jetzt auch besser sein können. Also direkt nochmal. Okay, das ist doch schon mal ein bisschen besser. Der erste ist schon mal down. Okay, keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Hammerzeit. Ah, konnte ich nicht blocken, aber war auch ziemlich schwer. Aber noch ein Sprung geht. Jetzt habe ich keine BP mehr. Na, BP. Blütenpunkte, glaube ich. Ich sollte mich mal heilen. Und ich halte noch etwas aus. Wer besiegt ihn? Ich. Okay, Flower Jar als Item. Ich bin so schnell gerannt, dass ich gar nicht mehr geachtet habe, wo ich gegangen bin. Das Pilzkönigreich ist da vorne. Wir sind fast da, Mario. Hey, von wo kommt der Hammer her? Vielleicht von den Hammerbrüdern? Hey, weißt du, was es ist? Das... Ja... Er ist jetzt gemerkt. Ja, wir haben einen Hammer erhalten. Den können wir auch selbstverständlich ausrüsten. So rüstet man aus. Jetzt machen wir ein bisschen mehr Schaden als sonst. Ein bisschen. Übrigens wurde ich auch vom Bosskampf komplett geheilt. Das ist nice. Da denkt einer mal auch an uns. Aber eigentlich ist nichts Besonderes, dass man geheilt wird. Dann lass uns da mal reingehen. Hier kommen jede Menge unnötige Textdialoge, auf die ich jetzt selber gerade keinen Bock habe. Tut mir leid, ist aber so. Ja, da, um es zusammenzufassen, was da in der folgenden Minute an Textdialogen steht. Ich beginne. Mario sagt, dass Peach entführt worden ist von Bowser. Übrigens kann Mario sich gut... Ja, das war das natürlich ein Hologramm, wisst ihr. Oder? Frag mich, wie das überhaupt möglich ist, aber es ist Mario. Und es ist ein Mario-Spiel. Da fragen wir es nicht. Ah, ich habe überhaupt nichts verstanden. Aber okay. Och man. Und Karte erhalten. Mario. Ach, fall du Trottel doch nicht von der Treppe runter. Verzeih mir, aber ich kann einfach nicht aufhören, mich über die Prinzessin Sorgen zu machen. Als ob es das erste Mal wäre, dass Peach entführt worden ist. Ja. Die Karte, wie setzt man die nochmal an? Nachher hier unter Map. Eindrucksvoll. Aber ich habe Besseres zu tun. Komm zurück!
einfach so runtergefallen. Komm zurück! Ich glaube, dieser kleine weiße Kerl braucht unsere Hilfe. Ja. Wenn er gegen das Hindernis rennt, kann ich aber auch nicht mehr weiterhelfen. Ja. Das ist doch viel zu poetisch. Wenn man traurig ist, regnet es. Ja. Und jetzt hat er nicht mehr von Gott zu warnen, jetzt ist das Wetter wieder gut, naja. Aber auch wie immer, Textiloge werden geskippt, weil sie einfach zu unnötig sind. Ich kann es zusammenfassen, Mello wird uns mal... Ja? Also, ich muss auf B drücken. Sure thing, keine Ahnung. Kommt davon, wenn man die ganze Textilogo überskippt, aber ich meine, alles ist ein sure thing. Und? Warte, beim Menü sehen wir jetzt auch Mellow. Er ist schon auf Level 2, hat bisher keine Erfahrungspunkte abbekommen, weshalb er immer noch hinterher hinkt. Mario fehlen noch 2 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level ab und Mellow 18. Ja. Sowieso kann man hier erkennen, dass Mellow eher auf ähnlich so physische Attacken, jetzt reden von Pokémon, aber halt mehr auf diese Spezial, auf diese MG-Dinger, da hat höhere Werte als Mario. Aber was so alles mit ohne Spezialdings zu tun hat, ist Mario besser. Ja, Mellow ist uns angeschlossen. Hier irgendwo. Oh, Speicherblock. Immer schön doch mal abzuspeichern. Na. Ist noch voll geheilt. Ich glaube zumindest, dass man die heilen kann. Ist auch nur Earthbound, so dass man sich dabei Hotels heilt. Hey Mello. Ja, komm. Dieser Textdialog, der ist unwichtig. Und wenn ich irgendwas verpasst habe, dann YouTube. Oh, wir haben Pick Me Up erhalten. Pick Me Up. Revise Down Alleys. Ah. Ich weiß. Du weißt, ich hasse es, das zuzugeben, aber ich liebe diesen Job. Nach was guckst du? Ah, wir können jetzt etwas kaufen. Wir wollen natürlich kaufen. Hier haben wir Shirt, Pants. Ach komm. Von jedem eins habe ich überhaupt zu viele Münzen. Mal die Jump Shoes, Pants und Shirts. Ah, hier haben wir leider nicht genug Münzen. Wie viel haben wir? Wo schießt wohl, wie viel wir haben? 11. Und ich meine, auch zumindest, dass man sie schon direkt ausrüsten kann. Ich will weiter equippen. Okay, ich komme gerade noch nicht so ganz mit dem Prinzip zurecht. Aber jetzt hab ich es. Hat noch keine Waffe und noch kein Accessoire. Jetzt können wir nicht alten Sachen verkaufen. Sell Items. Na, da können wir nichts sellen. Weapons haben wir keine. Übrigens, was ich auch noch so gerade bemerkt habe. Equip Special. Irgendwo Flower Jar. Ja, haben jetzt plus 3 Blütenpunkte. Ja, sind Blütenpunkte. Zumindest glaube ich, das war der Flower Stand. Und was auch noch sehr wichtig ist,
Die Blütenpunkte werden schon auf alle Teamkameraden aufgeteilt. Also, wenn Mario jetzt, nehmen wir an, wir hätten 10 Blütenpunkte und Mario verbraucht eine Attacke, die 3 Blütenpunkte verbraucht, dann haben wir nur noch 7. Insgesamt, also auch Melo hat dann nur noch 7. Weil zusammengezählt. Versteht ihr? Natürlich schnappen wir ihn uns. Ich habe einfach nur das Geld gelesen und das ist für mich schon. Ja, genug. Aber die AP und so werden alles separat. Also hat jedes Dings separat. Also AP und so alles. Immer dasselbe. Bis auf die Blütenpunkte. Ja, man sieht's noch. Melo macht weniger Schaden. Er hat keine Ausrüstung. Und auch sonst sind die Werte schlechter bei ihm. Attack up. Machen wir jetzt mehr Schaden. Beziehungsweise Mario. Ja, würde ich schon sagen. Und sie toppen sehr viele Coins. Und Mario hat ein Level up. Mario lädt die Fire Orb. Das ist nicht nur eine Spezialattacke. Defense erhöhen. Ja, Defense erhöhen. Ich will die Defense erhöhen. Ich kauf gleich nochmal das Spezialding. Was ist denn mit dem Gegner? Frosch? Froggok. Ein Froschrock. Also ich habe mal meinen Angriff verteidigen erhöht, weil ich denke, dass es daran am meisten mangelt. Außerdem denke ich, dass Verteidigung stärker ist als KP. Weil wenn man sich dann heilt und dann viel AP hat, muss man sich viel heilen. Hat man aber eine Defense, muss man sich weniger heilen. Heilung kostet einen Zug. Steht ihr? Dann geh auch du mal down. Toppen sehr viele Münzen. Da tue ich mir doch direkt mal oder das Ausrüstung, den Ausrüstungsgegenstand, nicht das Ausrüstungsgegenstand von Mello kaufen. Ich weiß aber nicht, ob ich das offscreen machen soll oder nicht. HP Max, das ist gut. Gratis Heilung. Gern öfters. Aber am Anfang ist das noch häufig und zum Schluss eher nicht mehr. Ich meine, das Spiel will ja auch irgendwie schwerer werden. Hab ich die ganze Zeit mieses Timing? Oder was ist mit mir los? Nur das Gefühl, dass ich viel mehr Schaden noch machen könnte. Wie mein Goomba, der ist. Nein, der macht Melo der Goomba, wenn er One-Hit ist. Also wenn jetzt ein Goomba kein One-Hit ist, dann weiß ich nicht. Okay, wo war da bitte schon das Timing? Wohl, ich sollte ihm einen Pilz geben. Nein, ich will Item Melo. Bisschen kompliziert das auszurüsten, aber... Nein, das auch. Das war ein guter Entscheidung, sonst wäre jetzt Melo kaputt gewesen. Er hat noch 7 HP. Melo braucht man dringend mehr Max KP. Und ein bisschen Level Up ist es noch etwas. Wahrscheinlich die ganze Zeit Mushrooms. Habe ich jetzt genügend Coins für den Ausrüstungsgegenstand? Wenn nein, dann verkaufe ich einen Mushroom. Und ja, ich weiß, dass Mushroom Pilz ist. Hat noch nicht so sagen. Ja, ich habe genügend. Aber das Einzige, was auch fehlt, ist eine Waffe für Melo, aber
er verkauft leider keinen. Und was dieser Toad hier macht, das verstehe ich auch nicht. So geht's aber mir auch. Einfach mal, weil ich was zu tun habe. Mit 5000 km/h im Kreis rennen. Ja. Dann hallo One-Hit-Gegner. Oh, ich bin mal gut ausgewichen. Ich denke, er sollte One-Hit sein. Wenn ich gutes Timing habe, sollte er besiegt sein. Oder er ist auch schon direkt besiegt. Dann mache ich auch die ganzen Feinde noch mal ein zweites Mal kalt. Ja, das mache ich. Und nein, ich habe es nicht offscreen gemacht. Sagen, der nicht seine komische Seifenblasattacke macht. Macht er wenig Schaden, das ist sehr gut. Macht auf Mario hat eine bessere Verteidigung. Und wie? Er leitet 3 Schaden, Mellow 9 Schaden. Immer noch nicht besiegt. Dann aber jetzt. Wohl. Hat 9 Schaden gemacht, das heißt, Mellow wäre besiegt, wenn er nicht mehr angegriffen hätte. Komm. Ich bin Kühl drauf, mal lass er keinen Frosch. Na komm. Komm, Mellow, du überlebst schon. Ich will aber sicher gehen. Nur Frosch-Typi. Ich sollte den als erstes besiegen, weil er meistens Schaden macht. Und ich sollte mal ein bisschen besseres Timing haben. Ding. Ist nicht so, dass man mit dem Hammer zweimal schlagen kann, wenn man ein gutes Timing hat. Aber ich habe keins, das ist mein Problem. Ich habe ein mieses Timing und wie ich ein mieses Timing habe. Ich weiß noch nicht, wann ich drücken soll. Und Mellow erreicht auch sein Level Up mit HP Regen. Heißt nicht, dass wir uns jetzt mit HP heilen können. Okay, er braucht die Verteidigung. Aber dann habe ich schon ein Item erhalten. Honigsirup. Das wird wichtig. Wie kann man sehen mit seinen HP-Regen? Ich glaube, man kann hier nicht alles sehen. Obwohl, unser Special. Ich bin genau getroffen. HP-Regen. Hab. Hier. Ah, hier kann man auch übrigens sehen, wann man das Timing drücken muss. Interessant. Bevor der Blitz endet. Okay. Immer kurz bevor es endet, dann sollte man Y drücken. Dann ist es effektiver. Gut zu wissen. Er schafft zweimal. Nee, man muss nicht zweimal. Oh, ich habe meine Attacke gut ausgewichen. HP Max, jawoll. Das ist schön. Ich mag HP Max. Vor allem, weil ich es ja brauche. Komm. Ich krieg's einfach mit Mario nicht hin. Tut mir leid, aber ich krieg's einfach nicht hin. Dann, was ist hier? Ist gar nichts. Dann kann ich ja mal hier abspeichern. Und dann, keine Ahnung, hier geht's lang. Ja, hau nur ruhig ab.
Hey, du hast uns eine Münze weggenommen. Okay, was war das denn jetzt? Eine Schlechtigkeit. Aber es sollte gegen die Gegner kämpfen. Habe ich so ein Gefühl. Thanks. Okay, war das, wo ist da bitte ein Timing? Once again? Ah, ich darf nochmal greifen, das ist schön. Dann mach ihn kalt. Oder doch nicht. Dann macht's halt Mario. Er ist ein professioneller Kaltmacher. Man kann ihn ja in den Schatten wummern. Hier. Zwei Frösche. Keine Ahnung, wie das Timing ist. HP Max. Ello könnte mal HP Max gebrauchen, wobei er hat noch was, aber dennoch. Will so viel HP Max, wie nur HP Max geht. Ich krieg's nicht hin. Oder kann ich doch nicht zweimal schlagen, sondern einmal ist das höchste. Wobei mit Mello verkackst ist. Das dann die ganze Zeit auch und da geht's zweimal. Dann mach ihn kalt, Mello. Jawohl, da habt ihr es gesehen. Zweimal geht hier. Okay. Wo kann ich nochmal mein Glück probieren? Oder kann ich einfach so drauf springen? Aber ich will noch gegen die Gegner kämpfen. Ich will Erfahrungspunkte. Man muss das auch tun bei RPGs. Denn wenn man es nicht tut, ist man unterlevelt. Oder ich level mich einfach OP. So oder so, es ist immer eine gute Sache, die ganzen Feinde zu besiegen. Auch selbst wenn sie lästig sind. Ich denke, er hat irgendwie einen Liebeseffekt gegeben. Dass er jetzt keinen Schaden auf den Gegner macht, aber das glaube ich nur. Das ist meine Theorie. Weil es ja ein Pokémon so ist. Warum greife ich den Frosch an? Ich meine, so oder so, als ich auch den Frosch angegriffen. Wegen meisten Schaden und so. Aber macht sehr wenig Schaden. Dann mit der meine ich Mello, aber du hast jetzt den Statuseffekt weg. Ansonsten gehe ich mich etwas verbuddeln. Okay, zwei Mäuse, das sollte hinzukriegen sein. Once again, das ist doch schön. Dann darf Mario nochmal. Und da ist auch schon besiegt. Dann können wir auch hier mal hoch. Spawnen die ganze Zeit neu. Dann will ich jetzt nicht gegen die kämpfen. Oder ich muss, weil ich zu unfähig bin, da drauf zu springen. Aber diesmal wollte ich wirklich nicht. Once again! Ich hätte gerne mal HP Max im Mello. Das macht ja gar keinen Unterschied. Ob er kritische Treffer macht oder nicht, vielleicht gegen diesen Gegner, ja gegen diesen Gegner. Komm, Mario, mach ihn kalt! Wenn nicht, dann bin ich enttäuscht. Okay, Mario ist Level 4. Okay.
glaube, ich mache noch mal das hier, aber dann soll ich mich mal auch so langsam auf die anderen konzentrieren. Dann geht's hier mal lang. Und was nun passiert, erfahren wir im nächsten Part. Also, ciao Leute!